Oh,
War es eine eindeutige Angelegenheit und ja, wir wollten so gut es geht dagegen halten, haben auch in der ersten Halbzeit so unsere Taktik ganz gut verfolgt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Räume eng machen, wir wollen den Gegner möglichst vom 16er weghalten. Das ist auch soweit bisher gelungen, bis in die 36. Minute, wo wir dann unnötigerweise den Ball verloren haben. Und dann über außen geknackt wurden. Ein Knackpunkt, apropos Knackpunkt, waren bei uns die Verletzungen, einmal von Yannick Eiting in der Innenverteidigung und von Moritz Wildern, der auf der 6 gespielt hat. Und damit ist es eigentlich so, dass wir ja, die Defensivkräfte nicht mehr zur Verfügung stehen, beziehungsweise ich auch zu wenig davon habe. Und das hat so ein bisschen Ruhe ins Spiel gebracht und der FC hat es dann geschickt ausgenutzt und hat dann wie gesagt auch verdient gewonnen. Ja, also war wirklich eine Achterbahnfahrt in dieser Woche mit einigen Highlights und mit einigen Dämpfern, die wir wieder verarbeiten mussten. Ein Highlight war auch Daniel Realonso mal wieder in Trainingsklamotten zu sehen. Fing eigentlich also ganz gut an die Woche. Dann kamen leider die ersten Bischofsbotschaften mit dem Gipfel Torben-Festegen. Dann liefen nochmal zwei Spieler an, freitags der letzte lief heute Morgen an um 11. Von daher ist das nach so einem kraftaktiven Umholz schon eine besondere Leistung vom Kopf her, wieder hochzufahren, wieder dagegen zu halten. Wenn man weiß, mit Timo Hebing, mit Daniel Beine, mit Daniel Giesbeers spielen eigentlich schon Spieler, die wir vielleicht, wenn wir komplett sind, nicht spielen lassen würden, weil sie irgendwo angeschlagen sind. Also da gilt mein großer Respekt und mein Dank den Jungs, wie sich aufopferungsvoll und bedingungslos reinhängen. Ein anderes Highlight war, dass mein Jüngster angefangen hat zu laufen, aber ich war leider hier bei der zweiten Gruppe, habe ich dann auch verpasst, wie bei den anderen beiden auch. Also habe ich in allen dreien gleich gemacht, leider die ersten Schritte nicht gesehen. Dafür war dann heute das Spiel echt stressfrei, weil wir kaum Chancen beim Gegner zugelassen haben, den Spagat zwischen Defensive und Offensive gut hinbekommen haben und dann auch irgendwann zwangsläufig Tore erzielt haben. Gut, ich hoffe einfach für Tuchel, dass da auch der ein oder andere zurückkommt. Da wird man sich auch, denke ich, anders noch präsentieren können, spielerisch anders präsentieren können, Punkte holen gegen Gegner, die uns vielleicht auf die Bälle rücken. Ne? Das wäre ganz angenehm, wenn ihr die ein bisschen weghaltet von uns und die am besten schlagt. Ja, es
rundum schön zu sehen, wie viele Leute man trifft, die man vielleicht ein paar Jahre nicht gesehen hat hier und alte Zeiten hochkommen, die Euphorie, die da ist rundum. Ich kann mich nur bei allen bedanken, die uns da unterstützen. Wir werden so weitermachen wie bisher und wenn wir ja, auch die Aufgaben so weiter meistern müssen mit den Leuten, die dann zurückkommen und wenn das Mitte Dezember dauert, dann dauert bis Mitte Dezember und wir werden auf jeden Fall keinen Prozentpunkt nachlassen, auch in den letzten Spielen nicht.